Hallo, ihr Verrückten! Ich bin so froh, euch das nächste Hörbuch von mir gelesen auf Audible, iTunes und Google Play Store und anderen Anbietern vorstellen zu dürfen. Und dieses Buch ist ein Werk, das jeden auf irgendeine Weise berühren wird. Ich kann euch versprechen, man kann es nicht mehr aus der Hand legen oder auf Pause drücken. Es geht nicht. Es ist so, so spannend. Hier zeige ich euch nun einen Ausschnitt aus dem ersten Kapitel von Simone Trojans Blutbrüder und ich will gar nicht so viel verraten. Deswegen hört einfach mal rein, bekommt einen ersten Eindruck vom Stil, von der Thematik, sie ist teilweise wirklich, wirklich hart. Und ich habe am Friday auch schon 2 Exemplare verschenkt als MP3-CD in einer edlen DVD-Hülle, die man auch jetzt noch auf der Seite vom Fester Verlag auch so noch bekommt. Aber wer vielleicht Lust hat und vielleicht von mir ein Exemplar nochmal nach Hause geschickt bekommen möchte, der soll am besten jetzt gleich sofort in die Kommentare schreiben, was ihn an diesem Buch besonders gefällt und wie der erste Eindruck ist. Und nächste Woche Freitag werde ich dann denjenigen, der das von mir nach Hause geschickt bekommt, hier unter diesem Video anpinnen und eine Nachricht schreiben, dass derjenige dann von mir ein kleines Überraschungspaket nach Hause geschickt bekommt. Ansonsten natürlich gibt es das Hörbuch komplett auf Audible und anderen Anbietern. Und jetzt will ich gar nicht mehr so lange quatschen, sondern euch viel Spaß und starke Nerven wünschen. Bis dann! Sie hören Blutbrüder von Simone Trojan. Gelesen von Kati Winter. Eine Red Rum Audioproduktion. Anmerkung der Autorin: Die folgende Geschichte ist rein fiktiv. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind unbeabsichtigt und basieren auf Zufall. Aufgrund drastischer Gewaltdarstellung ist das Hörbuch für sensible Zuhörer ungeeignet. Kapitel 1. Frühjahr 2015. Er nahm sich eine zusätzliche Decke, doch das Zittern ließ nicht nach. Ihm war kalt. Mike versuchte zum 100. Mal die Augen zu schließen, sich der Schwärze hinzugeben, nicht mehr zu denken und nur zu schlafen. Es funktionierte nicht. Keine Sekunde lang. Er riss die Augen wieder auf. Sie brannten und waren stark geschwollen. Kein Wunder. Schon letzte Nacht hatte er kein Auge zugetan. Schweiß breitete sich auf seinem Körper aus, wo er noch immer vor Kälte zitterte. Frustriert schob er beide Decken weg und schaltete das Licht ein. Auf seinem Nachtkästchen standen eine halbvolle Wasserflasche und sein Funkwecker. 3 Uhr morgens. Schöne Scheiße. Seufzend griff Mike nach der Flasche. Während er trank, schaffte er es, die Augen einige Sekunden lang geschlossen zu halten. Irgendetwas stimmte nicht mit seinem Magen. Es war, als würde eine mächtige Faust ihn unentwegt zusammendrücken. Mal nur ganz leicht, dann fester. Irgendwann würde er platzen und als Blutsuppe umherschwappen. Der Gedanke löste Übelkeit aus. Mike presste eine Hand vor den Mund. Nicht kotzen, bitte nicht jetzt. Erbrechen war eine der gängigsten Nebenwirkungen der Medikamente, die er nehmen musste. Nun gab es zwar zusätzlich eine Tablette gegen die Übelkeit, aber wer behielt da schon den Überblick? Seitdem er vor 6 Wochen aus der Psychiatrie entlassen worden war, musste er sich die meiste Zeit allein um die Einnahme seiner Tabletten kümmern. Seine Eltern, oder besser gesagt seine Mutter, kontrollierten das Ganze nur sporadisch. Sie waren auch viel zu selten anwesend. Andererseits war er im Januar 22 geworden und die Ärzte hielten es für durchaus möglich, dass er das selbst schaffen konnte. Klar, die wollten ihm Mut machen. Er konnte schließlich nicht sein ganzes Leben in der Geschlossenen verbringen, obgleich Mike sich dort tatsächlich sicherer gefühlt hatte. Die schlechten Gefühle hatten nach und nach den Rückzug angetreten. Das Bedürfnis, sich zu schneiden oder anderweitig zu verletzen, hatte mit der Zeit nachgelassen. Wenn er nachts einen Panikanfall bekam, was nicht selten passierte, kam sofort eine Schwester mit einer Spritze, in der sich ein echtes Wundermittel befand. Man konnte immer sofort schlafen. Und träumte nie. Für Mike war das sehr wichtig, da seine Träume ihn regelrecht in den Wahnsinn trieben. Jetzt nahm er zwar immer noch Sedativa und ein leichtes Schlafmittel, doch das war nicht dasselbe. Scheinbar waren die Medikamente nicht stark genug oder falsch eingestellt.
denn all die negativen Gefühle und Gedanken waren in den letzten Wochen zurückgekehrt. Mit den Träumen fing es an. Dann kamen die Panikattacken. Das Bedürfnis, sein eigenes Blut zu sehen, wurde ebenfalls übermächtig. Und seitdem Mike nun kaum mehr 2 Stunden am Stück schlafen konnte, bevor der nächste Albtraum einsetzte, waren auch einige der Wahnvorstellungen wiedergekommen, die er in der Therapie so verbissen niedergekämpft hatte. Am Ende schien das alles umsonst gewesen zu sein. Ein ganzes Jahr für die Tonne. Nichts als eine Anhäufung sinnloser Stunden, Tage und Wochen. Er hätte es sich sparen können und damals gleich sterben sollen. Doch seine Mutter hatte ihm das versaut. Hätte sie ihn 10 Minuten später gefunden, wäre er bereits verblutet gewesen. Da sie aber nicht nur rechtzeitig zur Stelle gewesen war, sondern als Ärztin auch sofort in ihrem Element, hatte sie ihn leider sofort professionell versorgen können. Manchmal hatte man eben Pech. Dabei hatte Mike sich wirklich Mühe gegeben, diesmal alles richtig zu machen. Eine Badewanne mit heißem Wasser und ordentlichen Längsschnitte an den Handgelenken, tief genug, um die Sehnen freizulegen. Je mehr Blut sein Körper verließ, desto leiser wurden auch all die bösen Stimmen und Gedanken. Ein wundervolleres Gefühl, ein besseres, hatte es nie gegeben in dem hässlichen kleinen Universum, das seine Wirklichkeit darstellte. Doch das war nun Vergangenheit. Und er musste aufhören, dem missglückten Freitod nachzutrauern. Stirnrunzelnd betrachtete er nun das dichte, rötliche Narbengewebe, welches seit jenem Tag seine Unterarme zierte. Er müsste nur den vorgezeichneten Linien folgen. Jetzt wäre niemand hier, um erste Hilfe zu leisten. Sein Vater befand sich auf einem Kongress in New York. Er war ja so ein hohes Tier in seiner Firma. Und wie schmerzhaft es für ihn sein musste, einen solch verrückten Sohn zu haben. Seine Mutter hatte Nachtschicht. Und Mikes Bruder, nun, sein Bruder eignete sich eher weniger als Retter. Falls dieser gedankenlose Taugenichts überhaupt zu Hause war, würde er wahrscheinlich sogar den Weltuntergang verpennen. Mike stand auf und schlurfte langsam Richtung Bad. Im Haus war es still wie in einem Grab. Als er am Zimmer seines Bruders vorbeikam, mit dem er sich das oberste Stockwerk teilte, sah er, dass dort Licht brannte, was aber nicht zwingend etwas heißen musste. Erik pennte regelmäßig vor der Glotze ein. Die lief auch jetzt, wie Mike deutlich durch die Tür hören konnte. Die gedämpften Geräusche bestanden in erster Linie aus Stöhnlauten. Ein Porno, natürlich. Das passte zu Erik. Er war ständig unterwegs und ließ nichts anbrennen, ganz im Gegenteil zu Mike, der noch Jungfrau war. Nicht zuletzt deshalb, weil er in den vergangenen Jahren selten das Leben eines normalen jungen Mannes hatte führen können. Für ihn gab es keine Freunde, keinen Job, kaum Perspektiven und erst recht keine Frauen. Er war auch viel zu sehr damit beschäftigt, nicht völlig durchzudrehen. Seufzend ging er weiter. Im Bad war es gleißend hell und viel zu kalt. Mike drehte die Heizung auf. Während er auf der Toilette saß und pinkelte, starrte er die blank polierte Badewanne an. Hier hatte seine Mutter ihn damals gefunden. Als er seinem jämmerlichen Leben ein Ende setzen wollte, waren sie alle unten gewesen, um diese lächerliche Party zu feiern. Er hatte die Heizung aufgedreht, genau wie jetzt, und dann das Wasser eingelassen. Knapp über 40 Grad, so wie er es gerade noch aushalten konnte. Das Messer stammte aus der Küche. Er hatte es schon länger in seinem Zimmer deponiert. Das war niemandem aufgefallen. Obwohl keines der Familienmitglieder etwas mit Kochen am Hut hatte, besaßen sie einen gut bestückten Messerblock. Mike hatte sich für eine Klinge mittlerer Größe entschieden. Gut geschliffen waren sie alle, darauf konnte man sich hier verlassen, auch wenn die Küche die meiste Zeit kalt blieb. Als sie Kinder waren, hatte es natürlich eine freundliche, pausbäckige Haushälterin gegeben, die für sie kochte und sie mit allerlei leckerem Essen verwöhnte. Doch heutzutage investierte man gerade noch in eine Putzfrau. Mike konnte seine Eltern da allerdings verstehen. Schließlich waren sie selbst so gut wie nie zu Hause und ihre Söhne hätten, im Normalfall, längst ausziehen können. Bei Mike wäre das natürlich undenkbar. Und Erik war wohl einfach zu bequem. So hatte Mike seine Chance damals genutzt. Er war es einfach leid, Angst zu haben und verzweifelt zu sein, ohne überhaupt zu wissen, woher das kam. Er wollte nicht mehr träumen und sich anschließend schweißüberströmt in die Toilette übergeben, weil das Grauen einfach so groß war, dass er es im wörtlichen Sinne auskotzen musste, um es wenigstens für kurze Zeit loszuwerden.
Inzwischen hat er eine Therapie gemacht und Unmengen Medikamente in sich hineingestopft, damit sein Leben besser wurde. Doch das Resultat war, dass er am Ende einfach nicht mehr klarkam mit diesem Leben, in dem nicht an jeder Ecke eine erlösende Spritze auf ihn wartete, die ihn in 0,nichts in einen traumlosen Schlaf katapultierte. Weit weg von all den Ängsten und Visionen. Traurig, aber wahr. Mike erinnerte sich, wie er damals Boxershorts und T-Shirt anbehalten hatte, als er in die Wanne stieg, weil er nicht wollte, dass man ihn nackt fand. Er wusste, dass ihm das egal sein könnte, weil sie seine Leiche später ohnehin entkleiden würden. Doch für ihn war dieses kleine Detail entscheidend. Seine Familie musste ihn nicht so sehen. Ihm gegenüber wollte er sich wenigstens einen Rest seiner Würde bewahren. Und jetzt? Mike hatte kein Messer mitgebracht, aber er wusste, dass Erik ein Rasiermesser im Spiegelschrank aufbewahrte. Das dürfte genügen. Er betrachtete seine entstellten Arme. Sie waren nicht die einzigen Teile seines Körpers, die er im Laufe der Zeit verunstaltet hatte. Oberschenkel und Bauch sahen kaum besser aus, nur dass die Narben dort nicht so dick und inzwischen verblasst waren. Dort hatte er nicht so tief geschnitten. Schmerzen hatte er dabei nie empfunden, immer erst später, was gut war, weil es dann gleich etwas gab, womit er seinen Verstand beschäftigen konnte. Als er nach seinem Selbstmordversuch auf der Intensivstation zu sich gekommen war, hatte es auch keine Schmerzen gegeben, dafür sorgten die Schwestern schon. Dafür aber die pure Verzweiflung. Nach dieser Tat noch am Leben zu sein, war der größte vorstellbare Schock. Sie mussten ihn am Bett fixieren, damit er sich trotz seines geschwächten Zustandes nicht die Schläuche für die Bluttransfusion aus den Armen riss. Sobald es ihm körperlich besser ging, brachte man ihn in die psychiatrische Abteilung. Die geschlossene, die Klapse, die Irrenanstalt. Dort fand Mike sich allmählich mit der Tatsache ab, dass er noch am Leben war, und zwar nicht unbedingt schlechter als zuvor. Er lernte, dass es tatsächlich Mittel gab, die ihm helfen konnten, sich besser zu fühlen, ohne sich dafür selbst verletzen zu müssen. Ganz langsam kehrte ein gewisser Sinn in sein Dasein zurück. Doch wo war der nun geblieben? Er war gescheitert an dem Leben da draußen. Aber wollte er das seiner Familie auf die Nase binden, die gerade wieder anfing, ihm zu vertrauen und sich ein wenig zu entspannen? Unmöglich. Er musste das mit sich selbst ausmachen. Und wenn alle Stricke rissen, blieb ja noch immer der eine verlockende Ausweg. Die eine Hintertür ins Jenseits, die immer offen stand. Nur, dass er es diesmal besser anstellen müsste. Er musste einen Weg finden, der wirklich sicher war. Mike erhob sich, ließ die Hose aber unten. Er schlurfte zum Spiegelschrank und nahm das Rasiermesser heraus. Er klappte die Klinge zurück und leckte sich über die Lippen. Der Gedanke an das, was er gleich tun würde, ließ den Griff der eisigen Hand um seinen Magen lockerer werden. In seinem Penis kribbelte es. Mike nahm ihn in die Hand und drückte das schlaffe Fleisch. Als er daran dachte, wie es wäre, dort hineinzuschneiden, schoss sein Adrenalinspiegel spontan in die Höhe. Doch er entschied sich für einige gezielte Schnitte in den linken Oberschenkel. Präzise und wirkungsvoll. Er machte das schließlich nicht zum ersten Mal. Warm und klebrig lief das Blut an seinem Bein herab. Keuchend setzte er sich mit dem Rücken zur Wanne auf den Boden und schloss die Augen. Jetzt klappte es endlich. Er streckte die Beine aus und ließ das Kinn auf die Brust sinken. Sein Herzschlag beruhigte sich allmählich, so wie auch alles andere. Mike war selig. Endlich kam der Schlaf, auf den er so sehnsüchtig gewartet hatte. Lange hat er gekämpft und wirklich alles in seiner Macht Stehende getan, um sich nicht mehr schneiden zu müssen. Doch am Ende hatte das Blut gesiegt. Solange es floss, konnte er sich entspannen und die so dringend benötigte Ruhe finden. Das blutige Rasiermesser noch in der Hand und ein erleichtertes Lächeln auf dem Gesicht, schlief Mike Sangdorn schließlich ein. Doch mit dem Blutfluss versiegte einige Zeit später auch die Seligkeit seines Schlafes. Und der Albtraum kehrte zurück, so wie er es immer tat. Mike saß auf einem Stuhl. Er war klein, so klein, dass seine Füße noch nicht den Boden berührten. Er war barfuß und seine Füße fühlten sich an wie Eiszapfen. Er verkrampfte die Zehen, damit ihm wärmer wurde, doch das half nichts. Er war nackt und zitterte wie Espenlaub. In dem ungeheizten Raum auf diesem Stuhl. Mitten im Winter.
Dass Winter war, wusste er sicher, weil er sich erinnerte, wie die Frau ihm den Schneeanzug und die dicken Stiefel ausgezogen hatte, bevor sie ihn nach oben brachte und auf diesen Stuhl setzte. Auch seine Unterhose hatte Mike ausziehen müssen, worüber er fast froh war. So konnte sein Pippi nicht die Sachen schmutzig machen, die er ausziehen musste, damit die Frau ihn etwas in den Po stecken konnte. Das hatte gebrannt und schlimm gepocht. Auch jetzt noch. Es war so schlimm gewesen, dass er Kacka machen musste. Auf den Boden. Die Frau war sehr wütend darüber gewesen. So arg, dass sie ihn an den Haaren packte und seine Nase in den stinkigen Brei steckte. Mike hatte geheult. Rotz war ihm aus der Nase gelaufen. Gerührt hatte er sich aber keinen Zentimeter, während sie ihm mit der bloßen Hand den Hintern versuchte. Wie gern hätte er wenigstens seine Unterhose getragen. Später durfte er sie wieder anziehen, sonst aber nichts. Die anderen Sachen hatte die Frau weggebracht, obgleich Mike es sich so gewünscht hatte, jetzt seinen Schneeanzug anziehen zu dürfen, weil ihm doch so bitter kalt war. Das musste schon etwas heißen, denn eigentlich hasste er dieses hässliche grüne Ding, das ihm sein Bruder vererbt hatte, sowie die meisten seiner Anziehsachen, die allesamt abgetragen waren. Seine Eltern schienen immer sparsamer zu werden, je mehr Geld sie scheffelten. Nur mit seiner Unterhose und seinem schmutzig brennenden Po musste Mike sich dann wieder auf diesen Stuhl setzen. Die Kotreste auf seinem Gesicht stanken und zwickten, als sie langsam trockneten. Er konnte sie nicht wegwischen oder sich kratzen, weil die Frau ihn festband, während sie leise vor sich hin summte, mit den Fingernägeln über seinen Oberkörper strich und ihn zum Abschluss fies in seinen Pimmelmann kniff. Mike weinte, wie kleine fünfjährige Jungs mit Todesangst es eben tun. Die gemeine Frau ging irgendwann weg und ließ ihn allein zurück. Mike hatte Schmerzen am Po und an den festgebundenen Handgelenken. Er fror erbärmlich und die Kacka zwickte in seinem Gesicht. Immer wieder verlangte er nach seiner Mama, die aber niemals kommen würde, weil sie weit weg in Australien war und außerdem keine Ahnung hatte, was hier mit ihrem kleinen Jungen geschah. In dem wiederkehrenden Traum saß er dort bis in alle Ewigkeit. Oder vielleicht so lange, bis er endlich tot war und nichts mehr spürte. War es wirklich nur ein Traum? In Wahrheit war er dort nicht gestorben, auch wenn es sich wie tausendmal Sterben angefühlt hatte. Seit seinem 13. Lebensjahr hatte Mike nun diesen Traum, den er nicht begreifen konnte. Und einzig das Gefühl seines eigenen warmen Blutes konnte die Kälte, die dieser Traum mit sich brachte, zeitweise bekämpfen. Doch heute war etwas anders. Mike saß noch immer halbnackt auf dem Stuhl, roch und schmeckte die eigenen Fäkalien, fror bitterlich und spürte, wie seine Unterhose sich langsam mit einer feuchten, warmen Masse füllte, die Blut oder auch Kacke hätte sein können, als ihn plötzlich jemand packte und kräftig schüttelte. Mike protestierte, war noch nur schwach. Gequält öffnete er die Augen. Die Realität kehrte mit einem Schlag zurück. Er riss die Arme hoch und versuchte, seinen Bruder von sich wegzustoßen. Doch Erik war stärker. Er ließ nicht locker. Schließlich gab Mike auf und hielt still, während Erik wie verrückt Klopapier abwickelte und es auf seine Wunden presste. Dabei fluchte er leise vor sich hin. »Halt das fest!« befahl er und drückte Mikes Hand auf dessen Oberschenkel. »So fest du kannst! Ich hole einen Verband!« »Scheiße, Mann, du könntest verbluten! Schau dir diese Sauerei an!« Mike presste beide Hände auf seinen Oberschenkel. Das Klopapier saugte sich schnell voll und er spürte die klebrige Flüssigkeit zwischen seinen Fingern durchsickern. Er dachte an seinen Traum. Warm und klebrig. Unterdessen riss Erik Verbandszeug und ein Spray zur Wunddesinfektion aus dem kleinen Arzneischrank im Bad. Er wartete, bis sich die nächste Schicht Klopapier vollgesaugt hatte, dann legte er fluchend den Verband an. Mike ließ es geschehen. Er fühlte sich schwach und klein, wie sein fünfjähriges Selbst auf diesem Stuhl. Doch dann wurde ihm bewusst, dass er noch immer mit heruntergelassenen Hosen da saß. Er versuchte aufzustehen und sich anzuziehen. Es gelang ihm nicht. Schwarze Punkte tanzten vor seinen Augen und er verspürte den ersten Anflug des Schmerzes, auf den er so sehnlichst gewartet hatte. Der Schmerz war sein Freund. Er würde ihn nun vom Denken abhalten, wenn er Glück hatte die ganze Nacht. Als sich der willkommene Nebel tröstend über sein Bewusstsein legte, fiel Mike auf, dass sein Bruder voller Blut war. Er verspürte den Anflug eines schlechten Gewissens. Das war alles seine Schuld. Wieder einmal.
Ich sollte dich ins Krankenhaus fahren, stopfte Erik. Er hatte sichtlich Mühe, seinen kleinen Bruder zu halten, der inzwischen gut 10 Kilo mehr als er selbst auf die Waage brachte. Mike war immer ein dünnes Kind gewesen, genau wie sein Bruder. Doch in den letzten Jahren hat er ordentlich zugelegt. Eine häufige Nebenwirkung des stimmungsstabilisierenden Lithiums, das neben diverser Antipsychotika inzwischen zu seiner Lieblingsdroge geworden war. Nicht, dass es unbedingt hielt, was es versprach. Zumindest jetzt nicht mehr. Ich... nicht ins Krankenhaus, jammerte Mike. Es ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Du blutest wie ein Schwein, schnaubte Erik und führte ihn aus dem Bad. Mike machte sich augenblicklich steif. Oh, bringst du mich hin? Nur in dein Zimmer, okay? Du musst dich hinlegen. Mike ging widerwillig mit. Er war zu geschwächt, um sich zu wehren. Wieder einmal. Die Bettwäsche wurde ordentlich vollgesaut, als Erik ihn auf die Matratze bugsierte. Er lagerte Mikes verletztes Bein hoch, indem er ein Kissen darunter stopfte. Dann wandte er sich zum Gehen. Er war genervt. Das wusste Mike. Erik? Mike war froh, dass sein Bruder stehen blieb und sich zu ihm umdrehte. Was hast du jetzt vor? Wenn du nicht ins Krankenhaus willst, rufe ich Mutter an. Die soll kommen und sich das ansehen. Sie wird mich dann aber wieder einweisen lassen. Mikes Augen wurden dunkler. Tränen schwammen darin. Erik zuckte die Achseln. Wohl auch besser so. Das wird dir das Herz brechen. Sie dachte, ich wäre über den Berg. Das bist du aber nicht, oder? Mike streckte flehend die Hand aus. Wenn du bei mir bleibst, kann ich es schaffen. Erik, bitte. Du hast dir den scheiß Oberschenkel aufgeschlitzt. Im Bad sieht das aus wie beim Schlachter. Ich will nur, dass du mir hilfst, diese Nacht durchzustehen, flehte Mike. Mit den Schmerzen komme ich klar. So tief habe ich nicht geschnitten, glaub mir. Es geht mir auch schon wieder besser. In seinem Bein brannte und pochte es. Ein echter Schmerz. Nicht diese Phantomscheiße, die ihn in seinem Traum quälte. Mit echten Schmerzen konnte er umgehen. Erik zögerte, aber sein Blick wurde schon weicher. Er kam zurück zum Bett und ergriff Mikes dargebotene Hand. Hilfst du mir, es vor Mutter geheim zu halten? Erik nickte, widerwillig. Seufzend drückte er Mikes Hand. Das war nicht ihr erstes Geheimnis. Okay, ich helfe dir. Aber nur noch dieses eine Mal. Und falls sich dein Bein entzündet, du Fieber bekommst oder sonstigen Mist, bist du schneller im Krankenhaus, als du bis 13 kannst. Mike nickte eifrig. Alles klar. Danke. Erik nickte ebenfalls. Er setzte sich an den Bettrand und hielt Mikes Hand. Bleibst du hier, bis ich eingeschlafen bin? Fragte Mike. Und klang dabei wie der Fünfjährige, der einmal fast auf diesem Stuhl gestorben wäre. War das wirklich nur ein Traum? Sein Bruder Erik, der damals 11 gewesen war und bis heute für kein Geld der Welt den Dachboden betreten würde, hätte es ihm sagen können. Doch Erik sprach nicht gern über die Vergangenheit. Jetzt legte er sich zu seinem Bruder ins Bett und hielt ihn, bis er eingeschlafen war. So, wie er es auch schon früher getan hatte. Als Hannah Sangdorn von ihrer Schicht im Krankenhaus nach Hause kam, war es fast Mittag und nichts im Haus deutete noch auf das nächtliche Drama hin. Erik hatte sehr gründlich sauber gemacht, auch wenn er wusste, dass er es damit im Grunde nicht übertreiben musste, da Hannah ein sehr seltener Gast im zweiten Stockwerk war. Daher würde sie sich auch kaum veranlasst sehen, das Badezimmer ihrer Söhne zu betreten oder gar gründlich ihren Augenschein zu nehmen. Die einzige Person, die sich außer Mike und Erik regelmäßig dort oben aufhielt, war die polnische Putzhilfe, die zweimal in der Woche kam, um das Stockwerk der Brüder in Schuss zu halten. Hannas Haushälterin kümmerte sich stattdessen in erster Linie um den unteren Bereich des Hauses, wo sie selbst und ihr Mann, sofern er einmal zu Hause war, lebten. Nicht selten verging eine ganze Woche, ohne dass sie ihre Söhne auch nur einmal zu Gesicht bekam. Ein Teil von Hannah wusste, dass das nicht in Ordnung war. Es glich einer Sünde, die eigenen Kinder zu meiden. Doch Tatsache war, dass sie damit schon vor vielen Jahren begonnen hatte und ihr schier die Kraft fehlte, dieses Muster aus eigenem Antrieb zu durchbrechen. Es war ja nicht so, dass sie sich nicht um ihre Kinder gekümmert hätte. Nie hat es ihnen an etwas gefehlt. Selbst jetzt, da sie längst erwachsen waren und ihre eigenen Wege hätten gehen können, ließ sie die beiden, dank der Abgeschiedenheit des oberen Stockwerkes, noch immer auf ihre Kosten leben und hatte ihnen nie Druck gemacht, sich einen Job zu suchen oder auszuziehen. Natürlich lag das insbesondere in Mikes Fall auch gar nicht im Rahmen der Möglichkeiten, obwohl er schon 22 war.
Der Junge litt unter einer schweren psychischen Störung. Vor fast 3 Jahren hatte man bei ihm das sogenannte Borderline-Syndrom diagnostiziert. Hannah hatte das schon lange vermutet. Mike war bereits als Kind schwer gestört. Immer wieder verletzte er sich und in der Schule geriet er von einer Schwierigkeit in die nächste, was sich selbst von der sündteuren Privatschule für Kinder mit besonderem Förderbedarf nicht ausbügeln ließ. Hannah versuchte alles, um dem Jungen zu helfen. Ihr Mann Rolf und sie scheuten keinerlei Kosten für Therapieplätze und psychologische Betreuung. Mike bekam die verschiedensten Medikamente in den unterschiedlichsten Dosierungen. Zeitweise ging es ihm besser. In erster Linie wurde er aber nur dicker und apathischer und verrückter. Er wurde immer mehr zu etwas, das man nur allzu gern auf einem Stockwerk versteckte, welches man selbst kaum betrat. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das Ganze gipfelte zu einem Überfluss in einem Selbstmordversuch vor 2 Jahren. Hannah selbst hatte ihn gefunden, weil sie die seltsamen gurgelnden Geräusche hörte, die seine Kehle im Sterben produzierte, während sie sich in den ersten Stock schlich, um nach ihm zu sehen, wer er sich an diesem Abend mehr als nur verrückt verhalten hatte. Um genau zu sein, hatte Mike eine Stunde zuvor die Feier zu ihrem 55. Geburtstag in den schlimmsten Albtraum ihres Lebens verwandelt. Sie hatte zu einer Cocktailparty eingeladen, an der auch ihre Söhne teilnehmen sollten, damit die Leute sich nicht noch mehr das Maul zerrissen, als sie es ohnehin schon taten. Erik, dem sie bestimmt auch das eine oder andere graue Haar zu verdanken hatte, wusste sich in solchen Momenten überraschenderweise tadellos zu benehmen. Wenn er wollte, konnte er sich sogar sehr charmant und beredt geben. Er sah richtig schick aus in seinem nagelneuen bordeauxroten Anzug, und die eine oder andere Dame hatte mehr als nur einen Blick auf den hochgewachsenen adretten Herrn im schnieken Zwirn riskiert. »Erik, wirklich? Der hat sich aber gut gemacht, sieht richtig toll aus in seinem Anzug. Was macht er nochmal? Jura studieren, oder? Ach, da hat er ja noch einiges vor.« Eine in Bezug auf ihre Söhne äußerst rar gewordene Empfindung nistete sich da in Hannas Brust ein. Stolz. Sie war wirklich stolz auf ihren Ältesten. Sein Abitur auf einer Privatschule hatte sie Unmengen an Geld, Geduld und Nerven gekostet. Und wenn er sich weiter in gewohnter lethargischer Manier um sein Jurastudium bemühte, würde er wohl noch mit 40 den Studentenausweis bei sich tragen. Auch beziehungstechnisch schien er größtenteils im Trüben zu fischen. Nicht, dass Hannah auch nur die geringste Ahnung hatte, wohin die sexuelle Ausrichtung ihres Sohnes überhaupt tendierte. An jenem Abend vor 2 Jahren sah er toll aus und mimte den perfekten Gastgeber. Vor allem den weiblichen Gästen schien das sehr zuzusagen. Hannah vermutete an diesem Abend so manche sprichwörtliche Mrs. Robinson hinter zentnerschweren Make-up. Nicht nur ein faltiges Dekolleté wurde im Verlauf der Cocktailparty an Eriks Arm gepresst, sodass der Junge ihr schon fast leid tat. Ärger hatte Hannah mit ihm wahrlich schon genug gehabt, doch an diesem Abend genoss sie es einfach nur, tatsächlich stolz auf ihren Sohn zu sein. Ihm zuzusehen war ein wahrer Augenschmaus, was sie beim Anblick ihres Ehemannes und ihres zweiten Sohnes leider nicht behaupten konnte. Während Rolf einen Whisky nach dem anderen gekippt hatte und seine schmutzigen Witze zum Besten gab, lehnte Mike einfach nur mit hängenden Schultern in einer Ecke und kaute auf seinen Fingernägeln wie ein Kleinkind. Auch er trug einen neuen Anzug, doch hatte er das Jackett längst ausgezogen und achtlos in eine Ecke geworfen. Die Hemdzipfel hingen ihm aus der Hose und seine Haare standen wirr vom Kopf, obwohl die Frisur nur eine Stunde zuvor noch tadellos gewesen war. Hannah hatte nicht gewusst, wie sie darauf reagieren sollte. Natürlich war nicht nur ihr dieser völlig indiskutable Aufzug ins Auge gefallen. Blicke wurden ausgetauscht, dick gepuderte Nasen gerümpft. Hannah sah das alles genau. Und sie war sich nicht sicher, ob der perfekte Auftritt des einen Sohnes die absolute Peinlichkeit des anderen am Ende des Tages noch aufwiegen könnte. Seufzend hatte sie sich einen weiteren Martini genommen, als der Kellner mit dem Tablett vorbeikam, und ihn schnell genug getrunken, um ihren Kopf mit angenehmen Wattewölkchen zu füllen. Jedenfalls für den Moment. Sie lächelte, flanierte durch die Party und vertiefte sich in belanglose Gespräche, in denen psychotische Söhne keine Rolle spielten. Insgeheim hatte sie gehofft, dass Mike klammheimlich verschwand. Niemand hätte es bemerkt oder ihn vermisst. Es war schließlich ihr Geburtstag und sie hat es verdammt nochmal verdient, sich heute Abend gut zu fühlen und nicht ständig an den Horror zu denken, der ihr Leben zerstört und ihre Jungs in psychotische Wracks verwandelt hatte.
Sie waren nur unbedarfte Kinder gewesen, die nicht die geringste Schuld an all dem traf. Doch gab Hannah in ihren schwächsten und hässlichsten Momenten ihren Söhnen die Schuld, weil sie verflucht noch eins damit hätten fertig werden müssen, ohne komplett durchzudrehen. Das Leben war nun mal kein Wunschkonzert. Wenn man fiel, rappelte man sich wieder auf und ging erhobenen Hauptes weiter. So hatte man sie das gelehrt und ihre Kindheit war bei Gott auch kein Zuckerschlecken gewesen. Umso mehr genoss es Hannah heute, eine leidenschaftliche Gastgeberin zu sein, die keine Kosten und Mühe scheute. An jenem Abend gab es ein Menü in 5 Gängen. Der Catering-Service hatte ein kleines Vermögen gekostet. 2 lange Tafeln waren aufgestellt worden, die bis zu 50 Gästen Platz boten. Schon 2 Tage zuvor hatte Hannah alles dekorieren lassen. Es war perfekt. Selbst der Tischschmuck, bestehend aus 5 verschiedenen Blumensorten nebst farblich abgestimmten Kerzen, war ein echter Hingucker. »Einen guten Appetit euch allen«, ließ Rolf verlauten, das Whiskyglas schon wieder im Anschlag. Hannah wusste, dass er inzwischen auch gar nicht mehr anders konnte. Und sie konnte es ihm nicht verdenken. Jeder von ihnen hatte eine eigene Strategie entwickelt, um mit dem Geschehen zurechtzukommen. Für die Kinder ging es dabei hauptsächlich um die Verarbeitung ihres Traumas, für sie als Eltern dafür mehr um den bitteren Geschmack der Schuld. Rolf ertränkte sie in Alkohol, Hannah verdrängte sie mit viel Arbeit. Natürlich war alles, was man verdrängte, im Grunde noch da und wartete nur darauf, sich irgendwann wieder den Weg an die Oberfläche zu kämpfen. Doch wer wollte schon so hässliche Gedanken haben an einem schönen Abend wie diesem? Hannah erinnerte sich, wie stolz sie gewesen war. Sie mochte natürlich nur die wenigsten der anwesenden Gäste, hielt es aber für ihre gesellschaftliche Pflicht, regelmäßig zu solch opulenten Festen zu laden. Und letztlich genoss sie die bewundernden und bisweilen neidischen Blicke der zumeist älteren Damen, sowie die, wenngleich abgedroschenen, Komplimente der Herren. Sie war eine großartige Gastgeberin und eine blendend aussehende 55-Jährige. Sie ließ ihren Blick schweifen, während sie an ihrer Suppe nippte, die tatsächlich ein wahrer Gaumenschmaus war. Rolf saß direkt neben ihr, Erik und Mike befanden sich am anderen Ende des Tisches. Erik aß, während eine Frau, die seine Großmutter hätte sein können, stattdessen aber die Gattin eines pensionierten Richters war, unablässig auf ihn einredete, was er ab und zu mit einem höflichen Nicken quittierte. Wahrscheinlich ohne überhaupt richtig hinzuhören. Die Frau wirkte steinalt und hatte die Haut eines schrumpfigen Lederapfels. Hannah schätzte, dass der penetrante Hang zur Solariumbräune die Dame optisch bereits ein gutes Jahrzehnt gekostet hatte, natürlich ohne sich dessen bewusst zu sein. Ewige Jugend lautete das Wunschrezept. Weiter daneben hätte man kaum liegen können. Nicht, dass dieser Anblick ihrer guten Laune einen Abbruch getan hätte. Das schaffte einzig und allein Hannas Sohn Mike, der unbeeindruckt in der vorzüglichen Spargelsuppe rührte, ohne auch nur einen Löffel davon zu kosten. Seine Miene war blass und starr, geradezu unheimlich. Hannah beobachtete, wie Erik schließlich etwas zu ihm sagte, woraufhin Mike anfing, die Suppe in sich hineinzulöffeln. Dabei verteilte er mehr oder weniger absichtlich grüne Kleckse auf seinem Hemd, seinem Kinn und der blütenweißen Tischdecke. Hannah zwang sich, woanders hinzusehen, das vulgäre Verhalten ihres Sohnes zu ignorieren. Und so lenkte sie sich und ihre Gäste ein weiteres Mal ab, mit oberflächlichen Diskussionen über Politik und Gesundheitswesen. In diesem Moment wünschte sie sich nichts mehr, als dass Mike endlich verschwinden würde. Ja, sie schämte sich für ihren Sohn, der im Grunde nichts dafür konnte. Während des Essens blieb seine Miene finster und mehr oder weniger ausdruckslos. Den Nachtisch, ein wahrlich köstliches Tiramisu, schaufelte er in sich hinein, als gäbe es kein Morgen. Natürlich war Hannah nicht die Einzige, der das auffiel. Leider. Die Reaktionen blieben zum Glück verhalten. Hinter vorgehaltener Hand wusste schließlich jeder hier, dass Mike seit seiner Kindheit ein Problemkind war. Erfreulicherweise zeigten sich die Auswirkungen der Geschehnisse bei Erik nicht so offensichtlich und Hannah ging davon aus, dass die meisten ihn für ziemlich normal hielten. Mike hingegen hatte es nie geschafft, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Er war, wer er war. Ein problembehafteter Sonderling. Sein Verhalten war gleichermaßen spontan wie unberechenbar. Was 10-mal gut ging, konnte beim 11. Mal in einem Fiasko enden. So wie an diesem Abend, der allen Anwesenden noch sehr lange im Gedächtnis bleiben sollte.
Für Hannah markierte er den berüchtigten Schlussstrich, den sie längst hätte ziehen sollen. Mike war nicht länger fähig, ein auch nur annähernd normales Leben zu führen. Es war unverantwortlich, diesen verlorenen Jungen auch nur eine Sekunde länger sich selbst zu überlassen. Er war ein menschlicher Makel, eine gesellschaftliche Katastrophe und konnte unmöglich weiterhin auf sich selbst oder andere losgelassen werden. Allerdings war erst ein Gau wie der nun folgende notwendig, um Hannah endlich die Augen zu öffnen. Nichts ist stärker als die Macht der Verdrängung. Das Essen war noch in vollem Gange, als Hannah einen weiteren Blick auf ihre beiden Söhne riskierte. Erik wurde erneut von der eifrig plappernden Richtersgattin in Beschlag genommen, sodass seine Aufmerksamkeit in jenem tragischen Moment auf ihre putterroten Lippen gelenkt wurde, die sich unablässig bewegten und Worte formten, die Hannah von hier aus nicht verstehen konnte. Nicht, dass dies von größerem Belang gewesen wäre, relevanter war da die Tatsache, dass Mikes ohnehin bereits auffallend blasser Teint sich in der Zwischenzeit in eine bedenkliche Totenmaske verwandelt hatte. Oder bildete sich Hannah das nur ein? Wohl kaum, sie war seine Mutter. Auch wenn sie den Job wohl die meiste Zeit über mehr schlecht als recht erledigt hatte, kannte sie doch das Ich-muss-gleich-kotzen-Gesicht ihres Sohnes, der bereits als Kind unter einem ausgesprochen nervösen Magen gelitten hatte und sich wahrscheinlich mindestens doppelt so oft übergab wie jedes gewöhnliche Kind. Kein gutes Zeichen also. Ohne weiter darüber nachzudenken, erhob sich Hannah von ihrem Stuhl und ignorierte die nörgelnde Stimme ihres Mannes, der sich auch keinen unpassenderen Zeitpunkt hätte aussuchen können, um sich ausnahmsweise an ihrem Leben zu beteiligen. Hannah hörte gar nicht hin. Weder auf Rolf noch auf den Rest der murmelnden und mümmelnden Gesellschaft, die sie im Grunde verabscheute, obgleich sie vor langer Zeit die Entscheidung getroffen hatte, ein Teil davon zu sein. Sie hatte nur noch Augen für ihren Jüngsten, der sich nun ebenfalls erhob. Mit seinem verschmierten Gesicht und dem fleckigen 300-Euro-Hemd sah er aus wie ein kleiner Junge, der seinen Tischmanieren vergessen hatte, und Hannah fragte sich plötzlich, wie sie nur so dumm hatte sein können, darauf zu bestehen, dass dieser traurige Abklatsch eines Stammhalters an dieser Feier teilnahm. Der Junge war krank und brauchte dringend Hilfe. Sie als Ärztin und Mutter hätte das wissen müssen. War sie zu egoistisch? Wie eine Schaufensterpuppe hatte sie ihn ausstaffiert, nur um ihn an ihrem Geburtstag als halbwegs normalen Menschen vorzuführen. Ihre Angst vor den Fragen war größer gewesen, Fragen, die mit Sicherheit gekommen wären, wenn er an diesem Abend nicht erschienen wäre. Verrückt. Denn was wirklich Angst bedeutete, erkannte sie erst jetzt, in diesem Moment, da ihr klar wurde, dass Mike sich jeden Moment vor der erlesenen Gesellschaft steinreicher Proleten übergeben würde. Womöglich wollte er ihr damit eins auswischen, was ihm verdammt nochmal auch gelingen würde. Die perfekte Fassade dieses Abends bekam nicht nur Risse, sie bröckelte unaufhaltsam. Hannah machte sich auf den Weg zum anderen Ende des Tisches, doch es war wie in diesen schrecklichen Träumen, wo man sich durch Watte oder Gelee kämpfen musste und einfach nicht vorwärts kam. Indessen stand Mark einfach nur da und ließ die Arme hängen. Auch Erik hatte es inzwischen geschafft, sich von den schmierig glänzenden Lippen der Alten neben ihm zu lösen und sich stattdessen seinem Bruder zuzuwenden. Er stand auf und nickte seiner Mutter zu, die sich schon auf dem Weg zu ihm befand und wahrscheinlich nur deshalb nicht rannte, weil das noch mehr Aufmerksamkeit erregt hätte. Schon jetzt waren die meisten Unterhaltungen eingestellt worden und man wartete gierig auf jedmögliches Spektakel. Mike, der jetzt mehr grün als weiß im Gesicht war, schien das wenig zu kümmern. Kurz bevor seine Mutter ihn in schicken schwarzen Kleid und im sündhaft teuren High Heels ihren Sohn erreicht hatte, drehte er den Kopf zur Seite und kotzte der Dame zu seiner Rechten ohne Vorwarnung mitten auf das perfekt topierte Haupt. Für einen Moment herrschte nichts als Schweigen. Das silbergraue Haar ist der beleibten Richtersgattin, hielt auch dem nächsten Schwall stand. Nicht ein einziges Bröckchen, und Brocken waren es wirklich jede Menge, Mike hatte nicht besonders gut gekaut, landete auf dem Kleid oder gar dem Gesicht der Dame. Sie saß noch immer ganz still, bis die Erkenntnis im wahrsten Sinne des Wortes durchsickerte. Plötzlich riss sie die Arme hoch und ließ ein schrilles Kreischen hören. Alle Augenpaare waren auf sie gerichtet. Für den Moment interessierte sich niemand für Mike, der sich träge die eigene Kotze vom Kinn wischte. Dann bewegte die Dame doch ihren Kopf, warf ihn regelrecht herum und schüttelte sich wie ein nasser Pudel, was zur Folge hatte, dass Teile der Kotze nicht nur auf ihrem Kleid, sondern auch auf dem bis dahin blütenweißen Tischtuch und dem teuren Zwirn ihrer Tischnachbarn landete.
Sie kreischte noch immer und zu allem Unglück stimmten nur noch andere Gäste ein. Ein säuerlicher Geruch breitete sich aus. Die Anwesenden hielten sich entsetzt und angewidert zugleich, die Hände vor Mund und Nase. Die perfekte Fassade dieses Abends war nunmehr eingestürzt. Der Gatte der getroffenen Dame übergab sich geräuschvoll auf seinem noch halbvollen Teller. Diverse Gäste sprangen auf und stolperten weg vom Tisch mit diesem furchtbaren Malheur. »Oh mein Gott!« schrie eine Frau. Hannah hatte sich eine Serviette geschnappt und tupfte verzweifelt in den Haaren der Dame herum, die jetzt nicht mehr kreischte, sondern hysterisch heulte. »Keine Sorge, das bekommen wir schon wieder raus!« murmelte sie und musste wirken, als ein grüner Klumpen, der vielleicht einmal ein Stück Spargel gewesen war, an ihrem Finger kleben blieb. Anstatt ihrem Sohn zu helfen, verfluchte sie ihn. Am schlimmsten war tatsächlich der Geruch. Einige Männer versuchten Abhilfe zu schaffen und rissen die Fenster im Salon weit auf. Die Gäste an der zweiten Tafel saßen größtenteils noch auf ihren Stühlen und starrten mit geweiteten Augen auf das Szenario am Nachbarstisch. Manche hielten sich Servietten vor die Nase. Eine Frau sprühte mit einem Parfümfläschchen vor ihrem Gesicht herum. Hannah nahm die unglückselige Richtersgattin vorsichtig am Arm. Sie hatte noch immer die Serviette in der Hand und heulte wie ein getretener Hund. Der Gestank war erbärmlich. Mike hatte sich inzwischen wieder hingesetzt und starrte verdattert in die Runde. Sein Vater hatte sich mit einem Whiskyglas Richtung Fenster verzogen. Von ihm war definitiv keine Hilfe zu erwarten. Und dann war plötzlich Erik da. Er packte seinen Bruder am Arm und riss ihn auf die Beine. Dabei ging er wenig zimperlich vor. »Hey!« protestierte Mike schwach. Erik ließ nicht locker, sein Griff war schmerzhaft. »Du kommst jetzt mit mir nach oben, Mann!« Mike versuchte, sich loszureißen. »Du tust mir weh!« Erik langte noch fester zu und zerrte seinen Bruder zur Treppe, die ins Obergeschoss führte. »Gleich noch mehr, wenn du nicht hören willst!« Mike hörte auf, sich zu wehren. Die Haushälterin hatte sauber gemacht. Der Gestank hatte sich inzwischen verzogen, so wie ein Großteil der Gäste, als Hannah schließlich mit der frisch geduschten Richtersgattin zurück in den Salon kam. Rolf saß allein in einer Ecke und trank. Erik war dabei, der Haushälterin beim Abräumen zu helfen. Alles in allem waren von den ursprünglich 42 geladenen Gästen gerade einmal 5 übrig geblieben. Einer davon war Herr Kowalski, Richter und Ehemann der vollgekotzten Dame, die nun weniger toupiert, dafür aber sauber war. Darüber hinaus waren noch Hannas Schwester Katrin und ihr Mann Tom anwesend. Katrin kam auch sofort auf Hannah zu, die um Fassung rang und am liebsten lautlos geheult hätte. »Die schöne Party!« jammerte Katrin und erinnerte Hannah schmerzlich an diesen Gau von einem Geburtstag. Frau Kowalskis Haare waren noch feucht und sie hielt ihr nasses Kleid in der Hand. Hannah hatte ihr ein weites T-Shirt und eine Jogginghose geliehen, die einzigen Kleidungsstücke, in die Frau Kowalski gerade so hineinpasste. In Kombination mit ihren roten Stöckelschuhen sah die Richtersgattin unfassbar lächerlich aus. Hannah kämpfte gegen ein hysterisches Lachen, das in ihrer Kehle steckte und dringend hinaus wollte. »Wollen Sie noch eine Tüte für das Kleid? Die Reinigungskosten übernehme natürlich ich.« »Auf Ihre Tüte!« giftete Frau Kowalski. »Kann ich gut verzichten! Nur merken Sie sich eins, dieser Junge ist schwer gestört!« »Frau Kowalski ist...« »Hermann, wir gehen!« »Es tut mir wirklich unsäglich leid, Frau Kowalski«, rief Hannah ihn noch hinterher, doch es nützte nichts. Erik legte ihr tröstend eine Hand auf die Schulter. Er hatte das Jackett ausgezogen und die Krawatte gelockert. Sein kinnlanges Haar war etwas aus der Form geraten, das Hemd geknittert. »Wie geht es ihm?«, fragte Hannah, ohne zu wissen, ob sie es eigentlich interessierte. »Nicht gut«, antwortete Erik prompt. »Er hat sich hingelegt. Du solltest nach ihm sehen und ihm was zur Beruhigung geben.« Hannah nickte. »Ich mach gleich eine Spritze fertig und morgen bringen wir ihn in die Klinik.« »Ja, muss wohl sein.« Hannas Blick verfinsterte sich. Sie nahm Eriks Hand und sah ihn fest an. »Ich bin so froh, dass du es besser verkraftet hast. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich tun sollte.« Erik zog seine Hand zurück. »Vielleicht wäre es besser gewesen, ihr hättet es ihm gesagt. Vielleicht könnte er es dann besser verarbeiten.« »Solange er sich nicht von alleine erinnert, sollten wir es dabei belassen. Erik, das weißt du doch, wir haben so oft darüber gesprochen.« »Darüber zu sprechen macht es aber nicht besser.« Hannah wandte sich ab. »Ich gehe jetzt zu ihm.« Kaum auf dem obersten Treppenabsatz angekommen, hörte sie das Röcheln.
Hannah stürzte ins Badezimmer und fand ihren Sohn in der vollen Wanne. Das Wasser war dunkelrot. Mikes Kopf war bis zur Nase untergetaucht. Hannah packte ihn an den Schultern und zog ihn nach oben. Er war schwer, viel zu schwer für sie. Doch sie musste wenigstens dafür sorgen, dass er atmete. Sie holte tief Luft und schrie nach Hilfe. Mikes Blick war bereits glasig, das Röcheln wurde leiser. Hannah sah, dass er sich beide Unterarme vom Handgelenk bis zur Armbeuge aufgeschlitzt hatte. Der Lebenssaft sprudelte aus ihm wie aus einem geplatzten Schlauch. Wieder schrie sie, bis sie merkte, dass Erik hinter ihr stand. Ihre Schwester Katrin und die Haushälterin stürmten ebenfalls ins Bad. Nur von Rolf war nichts zu sehen. Selbst in dieser furchtbaren Situation ließ er sie allein. Die Tatsache versetzte ihrem Herzen einen schweren Stich. Gemeinsam zogen sie Mike aus der Wanne und hieften ihn auf den Badvorleger, wo Hannah sofort mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen begann und Druckverbände anlegte, während Erik den Notruf wehte. Bis der Krankenwagen kam, war Mike wieder stabil und atmete gleichmäßig. Er war bei vollem Bewusstsein und weinte, als sie ihn wegbrachten. Hannah wusste, warum er so verzweifelt war. Ihr Sohn weinte, weil er noch lebte.